Moin Leute, ich bin's wieder, der Buschkraft-Robin. Heute bin ich mit dem Buschkraft-Kotten, der da unten, unterwegs hier auf dem Ölberg. Ja, haben gerade was Leckeres gegessen, hab meine neue Clean Canteen Insulated Kaffeemack ausprobiert. Ja, die macht sich ganz gut. Ich werde ja vielleicht mal ein kleines Review drüber machen, wenn ich Zeit und Lust finde. Aktuell ist immer alles ein bisschen schwierig. Ja, ich habe jetzt auch erfahren, der Hobo ist unterwegs zu mir und dann wollen wir mal gucken, wie der sich dann macht. Im nächsten Video werdet ihr dann halt sehen, dass ich da ein bisschen was über den Hobo erzähle. So, hier ist heute auch echt sehr viel los und deswegen werde ich jetzt nur mal ein kurzes Lebenszeichen wieder von mir geben, ähnlich wie beim letzten Mal. Und naja, also ist schon ganz nett hier, muss man mal sagen. Löwenburg ist allerdings so von der Herausforderung her nicht so extrem wie zum Beispiel Löwenburg, Ölberg, wie die Löwenburg. Also die Löwenburg ist anstrengender. So, ich bin Mike. Ja, wurde gerade unterbrochen. Ich meinte natürlich, auf den Ölberg laufen ist relativ easy. Im Gegensatz zur Löwenburg, die ich letzte Woche gemacht habe mit meinem Buschkraftkollegen Dietmar. Und ja, jetzt geht es erstmal wieder bergab. Irgendwie 1,5 Kilometer. Dann ist da schon das Auto. Und ich glaube, heute kann man sowieso nirgendwo hingehen. Ja, man trifft hier einfach zu viele Menschen. Und ach, ich weiß nicht, ich gehe lieber bei schlechtem Wetter raus, wo keine Sau sich raustraut. Ist auch irgendwie die Herausforderung ein bisschen größer. Aber nichtsdestotrotz ein super geiler Ausblick da oben von der Löwenburg. Die Gastwirtschaft wollte an mir nichts verdienen, also die haben mich einfach mal ignoriert. Ich hätte mir dann noch so ein Bierchen gegönnt. Aber gut, sind halt Rheinländer, ne? Die haben es nicht nötig. Die haben es auch nicht nötig, nett zu sein oder so. Hier, könnt ihr mal gucken. Solche Aussichten hat man hier. Ja. Naja, gut. Ihr werdet bald vom Hobo erfahren, Friendstuff. Und ja, bis dahin etwas Geduld. Vielleicht hören wir richtig auch was vom Schwarzwald. Da bin ich mal gespannt. Bis denn. So Leute, das ist der Kollege der Buschkraftkotten. Ihr seht, der sucht gerade etwas, wo er ordentlich Haute-Shit in Sowurz machen kann. Na, vielleicht ist er auch irgendwie. Ja, nee, doch nicht. Ja. Er ist sehr wählerisch in seinen Örtlichkeiten. Der Buschkraftkotten ist anscheinend nicht mehr so gut drauf. Wir wollten jetzt noch zum Milchhäuschen. Aber ihr seht, der schnüffelt und wartet und wartet. Und schnüffelt. Ja, sucht wohl seinen Weg. Ich hoffe, wir schaffen das noch bis zum Milchhäuschen. Ansonsten muss ich umdrehen. Macht's gut. Cool.